Tatjana und herzlich willkommen zu deiner Videoberatung. Ich freue mich, dass du sie gebucht hast und wir schauen auch da jetzt mal rein. Du bist ja Widder mit einem Skorpion-Aszendent und einem Mond im Krebs. Das heißt, zweimal weiblich, einmal männlich von den Anteilen versorgt. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Auch, muss man sagen, sind die persönlichen Planeten recht gut verteilt, nämlich über ganze vier Zeichen hinweg. Also Venus in den Zwillingen und der Mars in den Fischen. Also daher erstreckt sich das recht gut. Auch alles in der zweiten Hälfte vom Horoskop, die dir natürlich eine sehr gute Intuition geben. So, es ist natürlich auch so, dass du in diesem Leben immer wieder mit karmischen Verbindungen in deinem Leben es kommen immer nur Karma-Partner bei dir. Das kann ich also schon mal gleich sagen. Oh weia. Ja, also mit jedem Mann hast du eine Aufgabe, somit also auch mit dem. Aber den gucken wir jetzt nachher dann nochmal ganz genau an. Erstmal möchten wir doch mal schauen, was hier so allgemein im Moment in der Tendenz los ist. Also du läufst auf eine sehr glückliche und erfüllende Phase schon mal zu. Noch vor Ablauf des Jahres, also gerade in der Liebe, sieht es dann also wirklich sehr gut aus, ja. Wo ich dir also sagen kann, ja, ab Ende November geht es hier richtig los, ne? Da wird er also auch wahrscheinlich sich dir ganz anders gegenüber präsentieren, als du das erwartet hast oder als dass du das vielleicht auch wirklich gewohnt bist, ja. Das ist schon mal sehr schön. Dann werden wir einmal kurz deinen sekundären Mond anschauen, ja. So. Und wo steht der denn? In den Fischen und auf dem ja, wunderbar. So, also ein bisschen noch der Stressfaktor ist da, löst sich aber auch, wie gesagt, vor Ablauf des Jahres auf. Und das ist also auch in jedem Falle schon mal sehr gut, ne? Also da geht es in jedem Falle im Dezember schon mal ganz gut weiter, ne? Und das sieht also sehr gut aus. Und bin da also auch der Meinung, dass ihr da also auch zueinander finden werdet. Jetzt gucken wir aber mal, weil wir haben ja die genauen Geburtsdaten von ihm. Das ist natürlich ungemein spannend. Und da schauen wir einfach mal, inwieweit das Ganze für euch sehr gut funktionieren wird. Er hat einen Mond im Steinbock, das heißt, er ist mit den Emotionen nicht ganz so offen. Und ja, er hat aber auch einen Jungfrau-Aszendenten. Das macht ihn auch etwas zurückhaltender, ne? Prinzipiell passt ihr von der Grundenergie sehr gut zusammen, ja. Und natürlich auch hier ganz klar die karmische Aufgabe. Er muss sein Zuhause, seinen familiären oder Lebensmittelpunkt mit dir zusammen einrichten. Das ist seine karmische Aufgabe oder eure gemeinsame karmische Aufgabe. Schauen wir mal das Kombin an. Da habt ihr einen Waage-Aszendenten. Und das wird auch was, auch wenn das vielleicht am Anfang etwas schwieriger ist. Und beginnt, aber auch hier im Composite die Liebe ist schon das, was wirklich im Alltag dann auch vom Gefühl her überwiegen wird und was sich da sehr gut zeigt. Jetzt schauen wir aber mal, was er alleine hat, vor allen Dingen, wo er seinen sekundären Mond gerade stehen hat, weil das ist natürlich auch wieder ganz, 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 ganz wichtig, ja. So, mal nochmal kurz reinschauen. So. So, und ja, also er ist am Prüfen und am Überlegen. Also er kann im Moment mit seinen Gefühlen noch nicht so ganz rauskommen. Das ist einfach der sekundäre Mond. Es kommt aber in jedem Falle wieder. Vor allen Dingen dann ab seinem nächsten Geburtstag wird es also sich deutlich verbessern, dass er da wirklich auch reingeht. Was hat er denn für eine Sonnenbogen im Moment? Ja, also es geht wirklich auch um das Thema Liebe, vor allen Dingen, wenn da jetzt auch der Mond im nächsten Jahr dann in die Fische geht, bekennt er sich ganz und gar zu seinen Gefühlen, ja. So, dann hat er im Moment im Jahreshoroskop natürlich auch wirklich diese Durchsetzungskraft und jetzt ist auch der entscheidende Moment, wow, jetzt geht es bei ihm wirklich darum, um die Liebe und das ist jetzt in der Auslösung und ich sehe da überhaupt
gar nicht diese ganz großen Schwierigkeiten drin, liebe Tatjana, sondern da wird es in jedem Falle, wie gesagt, ja vorangehen, ja. Das wird in jedem Falle, das wird sich in jedem Falle sehr, sehr, sehr gut regeln, ne? Und für dich eben auch, ne? Also ihr werdet wirklich in diese Beziehung gehen, ne? Und er wird sich auch dafür entscheiden, für die richtige Liebe, also sich auch rauslösen aus dem Beständigen. Ne? Was hat er denn nochmal für Transite gerade? Ja, also der lebt halt schon ein bisschen in dieser Illusion manchmal drin, da hat er einfach dieses Illusorische, hält natürlich auch aus gewissen traditionellen Gründen dran fest, merkt aber, dass seine feste Partnerin ihm nicht das Gefühl, die Liebe, die Anbindung gibt, die er braucht. Der Saturn hat das ziemlich auf den Prüfstand hier unten gestellt bei ihm, ja. Und das kriegt er richtig oktroyiert, richtig raufgedrückt, so ganz fest, ja. Und er muss sich seinem Schicksal jetzt auch ergeben, um glücklich zu sein, so sagen es hier die Sterne. Und genau das wird er auch tun. Und da sehe ich also überhaupt gar keine Probleme oder Schwierigkeiten drin. So, jetzt gucken wir nochmal bei dir. Ja, halte da in jedem Fall auch dran fest. Das kannst du mit dem Skorpion-Aszendent ohnehin ganz gut, ne? Und da wird es also auch in jedem Falle für dich hier weitergehen, ja? Also gar keine Sorgen machen, sondern hier haben wir wirklich jetzt nochmal eine ganz schöne, gute Ausgangssituation für euch beide. Und da freust du dich auch bitte drauf. Und jetzt schauen wir mal rein, ob uns die Karten vielleicht noch einen Rat geben oder wie es da einfach weitergehen wird, liebe Tatjana. So, Tatjana, jetzt schauen wir einfach mal ins Tarot erstmal rein, ja. Also er kommt direkt hier als Prinz der Schwerter raus, ne? Der wirklich auch diesen inneren Kampf im Moment zu fechten hat und durchzustehen hat. Das heißt, er braucht also auch da höchstwahrscheinlich immer mal wieder deine Unterstützung drin, ja. Das wäre also wichtig, ne? Denn wie gesagt, da sieht man einfach, dass das Ganze, ja, das Ganze, also das Ganze einfach die Chance auch ist. Ne? Das ist zwar die Chance für ihn, ne? Wenn er da als Prinzessin der Schwerter jetzt erstmal erscheint, ne? Aber da gilt es wirklich auch, sich jetzt in diesen Kampf zu stürzen. Und das wird er auch tun, ne? Um für die Liebe zu kämpfen. Ne? Also mit dem Ritter der Kelche gleich nochmal mit dabei, der dann auch wirklich sagt, okay, die Liebe ist es wert, dass ich darum kämpfe, ja. Und dass er in diese Aufbruchsstimmung geht, ja. Du solltest ihm immer wieder auch zeigen und anregen, was ihn denn Positives erwarten kann, denn das würde ihn jetzt locken und auch reizen. So, jetzt schauen wir einfach nochmal auf die Frage mit der Beziehung, wie es da für euch steht. Na, wollen heute die Karten nicht so, wie ich will, doch. Wollen sie eigentlich immer. Aber ich habe mir die Hände gerade frisch eingecremt. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ja. Er wird da halt einen Rückschlag einstecken müssen. Das ist ihm auch bewusst. Ne? Das ist ihm schon ziemlich bewusst. Das wird aber auch wirklich so sein, dass er es wirklich annimmt. Das ist halt immer eine Trennung, ist da immer wieder mit verbunden. Und euch verbindet wirklich die Lust, die Anziehungskraft, die Erotik, das Gemeinsame, das Erleben, das Kreative dabei. Und hier kommt Mau. Gleich mit der Hohepriesterin, das ist der Neubeginn. Das ist die Seelenverbindung. Also er geht da wirklich auch diesen Weg, auch wenn der am Anfang wirklich etwas schwieriger wird hier, ne, das muss man also dazu sagen, wird er diesen Weg in jedem Falle einschlagen und auch gehen. Also das ist natürlich toll. Ich habe auch das Tarot gewählt, weil ich gedacht habe, das Tarot gibt mir hier in diesem Fall die besseren Antworten. Ja, da entscheide ich immer intuitiv, welche Karten da für denjenigen auch die richtigen Karten sind, die mir die Antworten einfach aufzeigen. Wie wird eure Beziehung wann und wann?
Wow, die wird aber reich und satt und erfüllt werden. 10 Kelche, höchste, größte, beste aller Liebeskarten dabei. Also hier ist es wirklich so, dass ich dir mit ganz gutem Gewissen A zu ihm raten kann und auch sagen kann, okay, das wird alles was, ja. Und der Sieg, da muss ich gar nicht weiterziehen. 6 Stäbe, der absolute Sieg, der absolute Gewinn. Also wirklich, es ist dein Jackpot im Leben, ne? Und da bitte sei auch in deinen Gedanken wirklich, behalte dir diese Kombination bei. Schöner, besser und ja, kann das überhaupt gar nicht in einem Kartenbild liegen. Da ziehe ich auch keine weitere dazu, weil das ist so einzigartig gut. So. Ich frage jetzt trotzdem nochmal, gibt es was zu beachten von deiner Seite? Hier will einer raus, aber nicht die. Ja, also vermittle ihm wirklich Sicherheit, Stabilität. Er braucht diesen doppelten Boden, das musst du ihm vermitteln. Dass er also nicht ins Leere fällt, das mögen Männer nicht so gerne. Ja, also da wirklich auch ein bisschen aufpassen damit, ne, mit dem Ass der Münzen in diesem Falle oder Ass der Scheiben. Und das ist in jedem Falle schon mal eine ganz wichtige Geschichte. Es ist ein Gewinn in jedem Falle, ja. Es ist auch ein Stück weit eben dieser Kampf, ne, der da mit dabei ist, ja. Und das wird er aber in jedem Falle gewinnen. Es ist halt so, bevormunde ihn nicht, sondern sei einfach im Hintergrund da, gib ihm den Halt, weil es wird schon auf eine Streit- und Stresssituation rauslaufen mit ihr, ne? Also das wird ihn, das ist schon nochmal eine belastende Geschichte, aber da seid ihr einfach sicher, es gelingt und du wirst ihn für dich gewinnen. Alles Liebe, Tatjana, vielen Dank für alles. Bis zum nächsten Mal, dein Malkiel.